Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Neptunbads, herzlich willkommen zu einem Core-Training im Garden Loft. Mein Name ist Friedemann Götz, ihr kennt mich schon aus einigen Videos, die wir in den letzten Tagen abgedreht haben und auf YouTube gestellt haben und natürlich auch aus dem Neptunbad, von der Trainingsfläche, aus Personal Trainings oder auch aus Kursvertretungen. Wie schon erwähnt, kümmern wir uns heute um das Thema Core. Dementsprechend starten wir direkt auch mit einem kleinen Warm-up. Und zwar startet ihr im Vierfüßlerstand mit der Übung Katze-Kuh. Wir atmen ein. Bei der Rundung des Körpers, des Oberkörpers, um genau zu sein, und atmen aus, wenn wir die Wirbelsäule komplett durchstrecken. Einatmen, ausatmen. Okay, dann könnt ihr einmal in die Bauchlage wechseln und dabei Hände rechts und links von euch strecken. Und dann bewegt ihr den linken Fuß zum rechten Arm. Probiert dabei die linke Schulter schön auf den Boden zu ziehen, also probiert sie unten zu lassen. Und mit dem linken Fuß, so nah es geht, an den rechten Arm zu kommen. Dann machen wir mal einen Seitenwechsel. Auch hier versuchen, die rechte Schulter auf den Boden zu lassen. Und wieder wechsel. Nochmal wechsel. Und noch einmal pro Seite. Okay, dann könnt ihr einmal euren rechten Arm vom Boden lösen und euer linkes Knie. Und dann strecken wir uns immer diagonal, beugen unterm Körper, Knie und Ellbogen berühren sich. Und davon machen wir jetzt noch 10 weitere Wiederholungen. Dann einmal Armwechsel, auch wieder 11 Wiederholungen. Okay, sehr gut. Dann legt euch noch einmal auf den Rücken. Stellt die Beine im 90-Grad-Winkel an, ebenfalls 90-Grad-Winkel in den Knien. Und dann lasst die Beine zur Seite fallen. Lasst eure Schulter beide auf dem Boden und wechselt ein paar Mal hin und her. Okay, dann können wir direkt in der Rückenlage bleiben und dort mit der ersten Übung starten. Und zwar starten wir mit gestreckten Beinen, die Übung nennt sich Beinkreisen. Starten wir mit gestreckten Beinen nach unten in einem Kreis und machen dann einen großen Kreis auf die andere Seite, in die andere Richtung und wieder in die andere Richtung. Davon machen wir
insgesamt 10 Wiederholungen. Eine Wiederholung ist, wenn wir von hier unten starten und ganz hier rüber gehen. Okay, die erste halbe zählen wir nicht mit. Seid ihr bereit? Es geht los in 3, 2, 1, auf geht's. Und 1, 2, und 10 Wiederholungen geschafft. Sehr gut. Dann könnt ihr kurz durchatmen. Wir werden, wie bei dieser Übung und in diesem Supersatz, immer 2 Übungen gleichzeitig machen, zwischendurch immer kurz Pause machen und von jeder Übung dann 2 Durchgänge machen. Und pro Supersatz haben wir dann insgesamt 4 Sätze in 2 verschiedenen Übungen. Die zweite Übung in unserem ersten Supersatz ist der Unterarmstütz. Und zwar ist das unsere Ausgangsposition. Hier schon schön Brustkorb und Becken zueinander ziehen. Und dann öffnen wir jeweils 5-mal links und 5-mal rechts seitlich auf. Okay, das ist eine Wiederholung. Und dann machen wir links. Das wäre die zweite. Okay, seid ihr bereit? 10 Wiederholungen insgesamt, 5 pro Seite. Auf geht's. Okay, 10 Wiederholungen geschafft. Atme tief durch. Und dürft auch gerne zwischendurch was trinken natürlich. Bevor wir in den zweiten Durchgang des Beinkreisens gehen, wofür wir uns wieder in die Rückenlage begeben. Startposition ist hier oben. Wir machen auch hier wieder 10 Wiederholungen. Starten mit einer halben, die wir nicht dazu zählen, nach unten. Und dann in die andere Richtung. 1, 2 und so weiter. Okay, auch hier die 10 Wiederholungen wieder geschafft. Kurz durchatmen, bevor wir mit dem nächsten Durchgang Unterarmstütz beginnen. Denkt wieder daran, dass wir immer die Seiten abwechselnd, erst links öffnen, dann rechts öffnen. Pro Seite 5, also insgesamt 10 Wiederholungen. Kommt in die Ausgangsposition und dann starten wir. In 3, 2, 1, auf geht's. Okay, 10 Wiederholungen geschafft und damit auch den ersten Supersatz schon hinter uns. Für den zweiten Supersatz starten wir mit dem sogenannten Reverse Crunch, also in Rückenlage.
Und zwar starten wir hier mit leicht gebeugten Beinen, strecken dann unsere Beine und ziehen die Füße Richtung Decke. Davon machen wir 12 Wiederholungen. Auf geht's! Okay, geschafft. Dann dürft ihr kurz durchatmen, während ich euch unsere zweite Übung in diesem Supersatz erkläre. Und zwar gehen wir dafür in den Seitstütz. Die etwas einfache Variante ist mit dem Knie abgelegt. Die etwas fortgeschrittenen unter euch dürfen gerne das Knie in die Luft nehmen und nur auf den Füßen sich aufhalten. Und dann machen wir den Seitcrunch, das heißt, wir beugen und strecken unsere Hüfte in dieser seitlichen Position für insgesamt 8 Wiederholungen pro Seite. Ich starte auf der linken Seite nach unten. In 3, 2, 1 geht's los. 8 Wiederholungen. Acht Wiederholungen geschafft. Auf der linken Seite tief durchatmen. Und dann machen wir weiter. Auf der rechten Seite auch wieder 8 Wiederholungen. Auf geht's. Schön strecken oben. Okay, super. Die ersten beiden Übungen in unserem zweiten Supersatz sind hinter uns. Kommen wir wieder zu dem Reverse Crunch. Dafür begeben wir uns wieder in die Rückenlage. Startposition ist mit leicht gebeugten Knien und mit Streckung der Knie heben wir auch unsere Hüfte vom Boden ab. 12 Wiederholungen, auf geht's. Okay, geschafft. Sehr gut. Falls ihr aufmerksam mitgezählt habt, ich habe eine zu viel gemacht, aber lieber eine zu viel als eine zu wenig. Wir kommen wieder zu unserem Seitstütz-Crunch. Für diejenigen, die es eben zu schwierig war mit gestreckten Beinen und für diejenigen, für die es zu einfach war mit dem aufgelegten Knie unten. Ihr könnt jetzt gerne die Varianten nochmal wechseln. Ich mache für alle nochmal mit, die es mit aufgestütztem Knie machen. Wir starten mit 8 Wiederholungen in 3, 2, 1, auf geht's. Okay. 8 Wiederholungen geschafft. Wir wechseln die Seite. Und ebenfalls nochmal 8 Wiederholungen. Auf geht's. Okay, haben wir auch den zweiten Supersatz hinter uns gebracht. Wir
atmen tief durch und starten dann erneut in der Rückenlage. Und zwar legen wir jetzt unser linken Arm auf den Boden ab, den rechten, also nach vorne neben uns, den rechten Arm strecken wir nach hinten aus, heben vor allem unser rechtes Schulterblatt vom Boden an und lassen den Arm dann so leicht nach oben gebeugten Position bleiben, heben unser linkes Bein an und dann bringen wir rechten Arm und linkes Bein zueinander. Legt eure Schulter nicht ganz ab wieder hinten und euer Bein auch nicht ganz ab nach vorne, okay? Davon machen wir pro Seite 10 Wiederholungen. Wir starten mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Auf geht's, 10 Stück. Okay, rechten Arm ablegen, linken Arm nach oben nehmen, rechtes Bein und wir machen 10 Wiederholungen auf der anderen Seite. Auf geht's. Und 10 Wiederholungen geschafft. Sehr gut. Für die zweite Übung in diesem Supersatz legen wir uns auf den Bauch, nehmen die Arme mit nach vorne, die Arme nehmen wir nach vorne so rum und dann machen wir eine Runde, ja, sag ich mal, Brustschwimmen im Wohnzimmer. Und zwar heben wir unsere Brust an, führen beide Arme nach hinten, sodass sie sich wieder berühren. Führen Sie wieder nach vorne und nach hinten und so weiter. Eine Wiederholung ist von vorne nach hinten geführt und wieder nach vorne. Das ist eine Wiederholung. Davon machen wir jetzt insgesamt 12 Wiederholungen. Und es geht los in 3, 2, 1, auf geht's. Okay, sehr gut. Atmet tief durch, nehmt auch nochmal einen Schluck Wasser, wenn ihr möchtet. Und dann gehen wir auch schon in den zweiten Durchgang des Diagonal Crunches. Wir hatten jetzt für die Bauchmuskulatur eine kleine Pause beim Brustschwimmen, wo unsere Rückenmuskulatur die Arbeit übernommen hat. Wir starten wieder mit dem rechten Arm und dem linken Bein. Und machen wieder 10 Wiederholungen pro Seite. Achtet auch darauf, dass in der Ausgangsposition euer rechtes Schulterblatt in diesem Fall vom Boden schon gelöst ist. Und auf geht's, 10 Wiederholungen. Okay, Seitenwechsel, kurz verschnaufen und dann geht's weiter in 3, 2, 1, auf geht's.
Okay, sehr gut. Zweiten Durchgang von diesem diagonalen Crunch geschafft. Und wir wechseln, wie sich das gehört beim Brustschwimmen, wieder in die Bauchlage. Atmen nochmal tief durch. Nehmen dann unsere Hände mit nach vorne und starten mit erneut 12 Wiederholungen beim Brustschwimmen. Okay, sehr gut. Dann kommen wir zum vierten von 5 Supersätzen und damit zu den nächsten beiden Übungen. Die erste davon ist eine Halteübung, die wir 30 Sekunden lang halten. Ihr braucht nicht die Uhr stoppen. Das werde ich für euch übernehmen und euch das Start- und Endsignal geben. Die Übung heißt gehaltener Liegestütz und zwar stellt ihr eure Füße auf und die Hände bewegt ihr so weit es geht nach vorne. Wichtig dabei ist dann, dass ihr in dieser Position Brustkorb und Becken zueinander zieht, als euch also maximal rund macht. So wäre es nicht gut, ihr macht euch maximal rund. Okay, seid ihr bereit, diese Position für 30 Sekunden zu halten? Dann geht es los in 3, 2, 1, auf geht's. Und geschafft. Sehr gut. Atme tief durch. Und für die nächste Übung begeben wir uns erneut in die Rückenlage. Und zwar machen wir jetzt den Bicycle Crunch. Dafür nehmt ihr beide Hände neben die Ohren bzw. Schläfe. Stellt eure Beine an. Und dann machen wir einen diagonalen Crunch, wo sich Ellbogen und Knie berühren, währenddessen streckt das andere Bein. Davon machen wir insgesamt 10 Wiederholungen pro Seite, sprich 20 Wiederholungen. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's. Okay, 20 Wiederholungen geschafft. Atme tief durch, nehmt nochmal einen Schluck Wasser. Und dann machen wir noch eine zweite Runde gehaltener Liegestütz. Wenn es euch zu anstrengend wird, holt eure Hände wieder ein bisschen näher zu euch. Wenn es euch zu einfach ist, probiert eure Hände weiter nach vorne zu bringen. Und wenn ihr auch ein bisschen wegrutscht hinten, ist es gar nicht schlimm. Holt einfach eure Füße immer wieder her. Das Wegrutschen macht es auch noch ein Stück anstrengender. Dann halten wir das Ganze nochmal für 30 Sekunden. Und in 3, 2, 1 geht's los. Maximal Brustkorb Richtung Becken ziehen. Thank you.
Und geschafft. Sehr gut. Atme tief durch. Bevor wir dann noch einmal den Bicycle Crunch machen, wofür wir uns, wie gesagt, wieder in die Rückenlage begeben. Und zwar, schaut nochmal darauf, dass ihr hier mit den Beinen aber sehr kontrolliert arbeitet und nicht zu schnell. Orientiert euch am besten an meiner Bewegungsgeschwindigkeit. Wir starten mit den 20 Wiederholungen in 3, 2, 1, auf geht's. Okay, geschafft. Aber noch nicht ganz, denn ein letzter Supersatz bleibt uns noch. Und zwar starten wir diesen Supersatz mit seitlichen Crunches, beziehungsweise wir nehmen unsere Füße vom Boden hoch, Schulterblätter ebenfalls, und dann rotieren wir von links nach rechts. Und dabei zählt jede Bewegung nach links und nach rechts jeweils einmal. Das heißt, wir machen pro Seite 9 Wiederholungen, insgesamt 18 Wiederholungen. Und wir starten in 3, 2, 1, auf geht's. 1, 2, 3, 4. Und geschafft. Sehr gut. Als zweite Übung in dem Supersatz machen wir das Schiffchen. Dafür brauchen wir wieder, die machen wir jeweils wieder 30 Sekunden lang. Und zwar ist die Position für diese Übung, dass ihr die Beine möglichst nah über dem Boden haltet. Je weiter sie hochnehmt, desto einfacher wird es. Hände nehmt ihr am besten neben den Kopf wieder. Und ihr könnt euch natürlich auch gerne noch weit nach hinten lehnen. Je weiter ihr euch nach hinten lehnt, desto anstrengender wird es. Wir starten in 3, 2, 1, auf geht's. 30 Sekunden halten. Und geschafft. Sehr gut. Atme tief durch. Bevor wir zum letzten Durchgang der seitlichen Crunches kommen, wir machen wieder 18 Wiederholungen pro Seite. Achtet aber da auch nochmal drauf, dass eure Schulterblätter immer schön vom Boden gelöst sind. Und wir starten in 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's. Okay, geschafft. Und atme noch ein letztes Mal tief durch, bevor der letzte Satz für heute in unserem Core-Training ansteht. Nämlich noch einmal das Schiffchen halten. Achtet dabei auch nochmal drauf, dass ihr in dieser Position auch maximal euren Brustkorb Richtung Becken zieht. Wem es zu anstrengend ist mit den Armen neben dem Kopf, der darf sie auch gerne vor die Brust nehmen. Wir starten in 3, 2, 1, auf geht's, 30 Sekunden halten. Okay.
und die 30 Sekunden geschafft. Ihr seht, ich bin platt. Ich nehme an, auch ihr seid platt. Ihr habt sehr, sehr gut mitgezogen. Davon gehe ich zumindest aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid und bleibt vor allem fit. Und ich hoffe, euch auch schon bald wieder in weiteren Videos begrüßen zu dürfen. Und vielleicht ja auch schon bald, wir drücken zumindest die Daumen, wieder im Neptunbad vor Ort. Macht's gut und bis bald.